Moin Moin, so, willkommen zurück bei Lego Harry Potter, die ersten 4 Jahre. Wir sind, glaube ich, beim letzten Kapitel, weil danach kommt theoretisch eigentlich nur der Friedhof. Und da müssen wir dann gegen Lord Voldemort arbeiten. Oder nicht arbeiten, sondern kämpfen. Okay. Ah, so, okay. Okay. Yeah.
Okay, jetzt sind wir beim Friedhof. Hmm.
Weil ich die ganze Zeit wegkomme. Level abgeschlossen, neues Spiel freigeschaltet. Nur Level und Aufgabe. Ah ja. Wahrer Zauberer? Wahrer Zauberer? 100%. So, das überspringen wir wieder. Schöne Gefahr. Haben wir gerettet. Knapp 12 Minuten. Ja, 5 Steine fehlen uns doch so 100. Dann hätten wir die Hälfte der goldenen Scheine gefunden. Ja, nur Hermine kriegt ein Kostüm. Tja, das war das Ende des Let's Plays Lego. Die Jahre 1 bis 4. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Also, wir haben ja auf diesem Kanal Harry Potter die ersten 4 Jahre normal gespielt. Das heißt also den ersten Teil auf PlayStation 1, den zweiten auf PlayStation 2, den dritten und den vierten auch auf PlayStation 2. Persönlich gesehen fand ich den zweiten einen Geiz. Danach kommt der erste, dann kommt Lego Harry Potter und am Ende kommt dann ja das Jahr 3 und das Jahr 4. Weil es war nicht geil. Es war theoretisch mehr ein Krampf als Spaß. Ich glaube, das habt ihr auch angesehen. Aber der Dezember ist vorbei. Jetzt sind wir schon im Januar. Und somit ist auch der Harry Potter Monat. Ein bisschen länger gedauert hat, weil im November hat es angefangen, im Dezember, weil im Januar ist es beendet. Aber ich spiele auch die Spiele auch so 100% durch, also nicht die 100%, sondern 100% Story. Und somit hat es sich ein bisschen gedauert. Deswegen ist eben so. Ja. War's. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag. Und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, Kommentar darunter lasst und wir sehen uns morgen bei ein neues Let's Play auf dem Channel Bäcker, also auf meinem Kanal. Und ja, ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und wiederhauen, wiedersehen, bis dann, tschüss.
Jetzt ist nur die Frage, wie viel Prozent? 43,6%. Auch wieder fast die Hälfte. Ja, das ist eine gute Leistung. Das ist eine gute Leistung. Aber ich erinnere mich, wünsche euch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, supportet kein Mord. Däumchen hoch, kommt runter lassen. Und bis morgen. Bis dann. Tschüss. Thank you.